Ist diese wirklich vom Porsche? Da habe ich den Auto gekauft. Original? Aber original, genau. Ja, ja, diese Japaner sind verrückt, oder? Der, was da rauskriegt, ist also wirklich... Aber um Fernsehen zu gucken, musst du noch einen extra Receiver da anschließen. Wow. Freunde, was geht ab? Afrem Junkurche, Baschim Junkurche sind zurück. Zurück, motherfuckers. Wir waren lange nicht mehr im Telefonbereich aktiv, deswegen rufen wir wieder auf eBay Kleinanzeigen an. Viele haben gefragt, wann kommt denn der nächste Prank, Telefonprank? Und Leute, hier ist er. Freunde, weil so viele bei den Madlibs immer kommentieren, dass wir deren Namen benutzen sollen. Wir können ja nicht jeden Namen benutzen, deswegen machen wir das bei den Real-Life-Videos einfach auch. Kommentiert euren Namen einfach unter dieses Video und vielleicht benutzen wir euren Namen im nächsten Video. Dann heißen wir zum Beispiel Lorek Junkurche im nächsten Video. Video liken, Glocke aktivieren und schreibt euren Namen in Kommentare. Viel Spaß! Die erste Person, die wir anrufen, verkauft ein Bobbycar, eine Porsche Green Fair, 200 Kilometer an Stunde. Mit Füßen. Auto so machen, ich mache so, aber... Viel Spaß. Hallo, guten Tag. Schönen guten Tag, mein Name ist Afrem Junkurche. Ich rufe an wegen dieser Auto im Internet, liebe Kleinerzeuge. Ah, das ist ein Baby-Auto? Ja, genau, wegen dieser... Auto. Mein Sohn hat immer gesagt, Papa, warum kaufst du mir kein Auto? Ich habe gesagt, okay, mein Sohn, ich gucke in eBay Kleinanzeigen. Oh, wie süß! Eine Babyauto? Ah ja, genau, diese Bobby Sar oder wie die heißt. Genau. Genau, genau. Ist diese wirklich vom Porsche? Sie ist wirklich vom Porsche. Ich habe bei Porsche gearbeitet. Ah, okay. Und da habe ich ein Auto gekauft. Original? Aber original, genau. Also die ist auch nicht ausgepackt. Ich wollte das mein Patenkind senden, schenken, aber es hat nicht geklappt mit der Versand. Wie viel PS hat dieses Auto? Das ist nicht elektrisches Auto. Ah, wie schnell kann man fahren damit? Oh, das weiß ich leider nicht. Ich konnte für Sie raussuchen, eventuell im Internet. Diese Fehlnet, diese Fehligen, wie viel Zoll? Versuche dann gleichzeitig zu googeln. Hat dieses Auto Bluetooth? Nee, das Auto hat keine elektrische Verbindung. Ah, okay. Ist egal, mein Sohn kann auch mit Füßen fahren. Dieser Allrad, wie heißt dieser Allradantrieb? Kleiner Moment, ich versuche für Sie rauszusuchen. Diese Farbe ist grün, ne? Lizard Grün, genau. Und wenn mein Sohn machen Folierung, matt oder lackieren, geht auch? Meinen Sie eine andere Farbe? Genau, lackieren. Ja, vielleicht. Weil mein Sohn ist Bordeaux ein bisschen im Kopf und der ist verrückt. Der ist, ja. Ein richtig verrückter Typ. Was kann man machen an diesem Preis? Hat er Anhängerkupplung? Weil mein Sohn spielt gerne mit Sand und manchmal baut er eine Sandburg und braucht einen Anhänger. Hat diese Anhängerkupplung? Nee, glaube ich auch nicht. Also das ist ganz normales Baby-Hobbycar, wo man mit Füßen fahren kann. Ah, okay. Ja. Mein Sohn sowieso ein bisschen Bordeaux. Der macht das, der kann gut fahren mit Füßen. Was kann man machen an diesem Preis? 75 Euro für eine Porsche, ein bisschen viel. Naja, das Original kostet 109 im Shop und es ist nie ausgepackt. Also, warum ist keiner gefahren damit? Erste Hand ist dieses Auto? Wie ich Ihnen gesagt habe, ich habe das Auto gekauft für meinen Job. Aber bei Porsche verdient man gut Geld. Bei Porsche. Deshalb der Preis ist so gut und nicht teuer. Weil komplett neu, wie gesagt, das kostet 109 Euro online. Und was kann man machen noch an diesem Preis? Würden Sie das Auto abholen? Mit Anhänger würde ich abholen. Kurze Frage. Kleinen Moment, ich frage meinen Sohn. Meine Sohn muss ich noch fragen. Der ist gerade am Schlafen. Sie arbeiten bei Porsche. Haben Sie vielleicht noch Arbeiter? Brauchen Sie Arbeiter? Ich arbeite nicht mehr. Ich habe bei Porsche Design gearbeitet. Ah, Design. Passen Sie auf, ich rede mit meinem kleinen Sohn und okay. Dann ich rufe Sie halbe Stunde, damit er kurz schlafen kann, der Bordeaux. Und dann ich rufe ihn an. Wunderbar. Vielen Dank für diese Auskunft. Oh, sehr gerne. Alles klar, vielen Dank. Schönen Abend. Tschüss. Ey, die war so nett, ne? Ich weiß, die war krass nett, ey. Hat mir irgendwie voll leid getan.
Oh, ein schlechtes Gewissen plagt. Die arme Frau, so eine Ehrenfrau, so lieb, die googelt auch noch die ganze Zeit nebenbei, während wir anrufen. Falls du es irgendwann sehen solltest, die 75 Euro kriegst du, versprochen. Die nächste Person, die wir anrufen, ist Arthur und verkauft eine Receiver. Und wir wollen fragen, ob wir damit auch Ritteke und Kütteve sehen können, die albanischen Sender. Ist der Nische, ganz wichtig. Und da rufen wir jetzt als nächstes an. Hallo, guten Tag, Başkim Dünkoç, mein Name ist der Arthur. Ja. Wie geht's, Arthur? Ja, ist dort bitte. Ich habe gesehen online, eBay Kleinanzeigen, einen Receiver verkaufst du. Ach ja, okay. Ja, genau. Wie geht's dir, mein Freund? Der Receiver habe ich jetzt vor kurzem erst abgebaut. Ah, okay. Aber die ganze. Ja, bitte. Ah, okay, ich sage okay. Ja, das steht hier, das hat noch gelaufen, bis vor ein paar Tagen. Ich habe ein neues Gerät bekommen. Wie viel hat gelaufen? Das ist halt wie lange? Genau, Kilometer. Das sind, mit Kilometer, das ist eine Stereoanlage. Entschuldigung, Empfang war weg. Ich habe mich versprochen, Entschuldigung, weil mein Deutsch ist nicht so gut. Deshalb, Genau. Aber ich verstehe dich relativ gut. Oh, danke schön, danke schön. Ja, ich habe Deutschkurs, war ich 4 Jahre. Seit 4 Jahren bin ich hier in Deutschland. Deshalb, mein Deutsch ist in Ordnung. Nicht perfekt, aber ausbaufähig, sagt mein Lehrer in meiner Schule. Prima. Wichtig ist, man versteht sich denn. Ja, perfekt. Also, perfekt. Das ist eine Stereoanlage, die habe ich hier gekauft in Heusweiler bei Elektromeier. Mhm. Ja. Und ich denke, so 8-9 Jahre alt ist die. 8-9 Jahre, okay. Kann man empfangen alle Kanäle? Mit Satellit oder wie? Mit Satellit, ja. Man kann anschließend auch DAB Radio. Und es ist auch ein Tuner eingebaut und es geht da auch mit... Tuning heißt wie bei Autotuning oder wie habe ich gesehen, MTV? Nee. Tuner meine ich Radioempfang. Okay. UKW Radio, genau, ja, habe ich gelernt in Physik, Ultraschallwelle. Richtig. Es sind Anschlüsse dran für optische Leiter, Glasfaser. Glasfaser von Telekom, genau. Ja, HDMI. HDMI, das ist wichtig, damit man gucken kann, HD, Full HD, 4K. Ja, ja. Darüber habe ich dann die Fernsehprogramme bekommen. Braucht man noch einen Receiver, um den anzuschließen, ja? Richtig, ja. Ich wollte gucken, albanische Kanäle hier, manche Receiver geht nicht. Ich habe jetzt online geguckt, wie man Winkel ausrichten muss, aber manche Receiver funktioniert nicht. Deshalb gucke ich nach einer Tore. Ja. Receiver ist nicht für Fernsehempfang gedacht. Okay. Dazu brauche ich, das ist also nur rein Ton. Ich habe zwei Lautsprecher vorne, zwei Lautsprecher hinten, einen Zentrallautsprecher. Aber du hast ja eine Kino zu Hause. Ja, richtig. Das Schöne daran war, wenn ich beispielsweise, kennst du den Film, die Japaner Hawaii angreifen? Pearl Harbor, ja, habe ich gesehen. Dann haben Amerikaner Bombe Atomie. Ja, und bei dem Film, den gibt es als DVD oder Blu-ray, da meinst du gerade, die kämen vorhin durch das Wohnzimmer fliegen. Entschuldigung, Arthur, ich musste lachen. Eigentlich ist nicht lustig, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Eigentlich ist nicht lustig, diese Angriffe von Japaner, Kamikaze. Richtig, ja. Meine ich auch. Also die Qualität ist schon sehr gut. Ja, diese Japaner sind verrückt, ne? Den man da rauskriegt, ist also wirklich... aber um Fernsehen zu gucken, musst du noch einen extra Receiver da anschließen. Das kannst du aber 300 Euro mit dem, Satellitenreceiver, weil der hat auch zwei Anschlüsse für... Aber du weißt nichts zufällig, ob ich gucken kann, albanische Sender, Ritteke, KTV, Nistanischen, die wollte ich gucken. Kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Ah, okay, weißt du nicht, okay, schade. Das heißt, ich muss nochmal eine Receive dazu kaufen. Price, weißt du, was man da machen kann? Ja, da kann man sicherlich doch drüber reden. Vielleicht, ich komme einen Tag angucken, da können wir nochmal sprechen über den Preis. Und wir gucken zusammen diese Film Pearl Harbor, können wir gucken.
wenn du Zeit hast. Ich habe die Anlage jetzt nicht mehr aufgebaut. Schade. Weil ich hätte gerne gesehen in live, in Test, wie funktioniert das. Und, ja. Aber wie war nochmal Geschichte? Erstmal haben Japaner angegriffen, Pearl Harbor. Dann haben Amerikaner angegriffen, Hiroshima und Nagasaki. Ja, mit Bombe Atomique, genau. Ich habe hier aber noch andere Filme. Was hast du für Filme? Wölfe, die in der Freiheit leben. Ja. Mhm. Der Terminator. Hasta la vista, baby. Oh, Terminator mit Arnold Schwarzenegger. Ja. Habe ich auch gesehen. Arnold Schwarzenegger, 80er Jahre, der hatte einen Körper wie Traktor, wie ein Panzer. Wie Traktor. Panzer. Ja. Vielleicht bringe ich auch eine Film mit, vielleicht können wir dann eine gucken. Ja, schauen wir mal. Hey Arthur, vielen Dank, schönen Tag, war ein super Gespräch, 10 Minuten, wir haben hier geredet über Politik, über Technik, über alles, ja? Okay, mein Freund. Schönen Tag noch, wir reden morgen. Ebenfalls. Okay, mein Freund, hi there, tschüss. Jo Leute, was geht ab? Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Arthur war ein absoluter Ehrenmann. Was für ein Ehrenmann. Unterhalten wir uns über Politik, über Technik, über alles, meine Freunde. Ehrenmann. 10 Minuten haben wir mit ihm telefoniert. Auf jeden Fall, Freunde, das war's mit dem Telefonprank. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Kommentiert das Video. Wo wir als nächstes anrufen sollen. Viel Spaß beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal, ja.